Willkommen zu einem neuen Video und heute öffnen wir 4 Boxen von Ghost from the Past. Bis gleich. Und da sind wir wieder. Wir machen 4 Boxen auf von dem neuen Set Ghost from the Past. Ich glaube, ich mache mal das Licht bei meiner Kamera aus, sonst blendet es zu arg. Genau, und dann schauen wir mal, was uns hier erwartet heute. Ich habe 4 Boxen da, die machen wir jetzt auf. Der eine oder andere wird es bestimmt bemerken. Ich bin ziemlich verschnupft, das liegt an meiner Allergie. Jetzt ist die Blütezeit der Pollen und Pflanzen und so weiter. Alles blüht und die Pollen fliegen durch die Gegend und mich erwischt es da immer ziemlich hart. Trotz Allergietabletten. Aber wir kriegen das schon hin. Okay, erste Box ist auf. Ja. Und wir schauen mal, was wir dort haben. Also, die ersten 3 Packs, natürlich mache ich die so auf, dass dass ich die in meine Sammlung mit einpflegen kann. Das kommt weg. Brauchen wir nicht mehr. Und dann schauen wir mal, was uns erwartet. Hier haben wir den Firewall Dragon. Schön, 3 verschiedene Artworks. Kamera kann sich nicht mehr drauf fokussieren. Firewall Dragon, Blackluster Soldier und Dark Magician. Die gibt es auch als Ghostware hier. Und jo, dann schauen wir mal rein. Ich mache die so auf, hoffentlich, dass ich die in meine Sammlung einpflegen kann. Oh wow, das geht heute echt einfach. Sehr gut. Erste Pack ist gerettet. Schauen wir mal, ob wir eine Ghostware bekommen. Die sammle ich gleich mal da drüben. Ich habe auch extra. Wo habe ich es denn? Eine Hülle organisiert. Falls ich eine Ghostware ziehe, dass auf jeden Fall die einfoliert wird. Jetzt geht doch da raus. Okay. Dann schauen wir mal, was wir hier haben. Wir fangen an mit Metallfose mit Tridium. Was ich auf jeden Fall unbedingt haben möchte, sind die ganzen Kosmokarten. Also hoffen wir mal, dass wir da was ziehen. Dann haben wir Sonnenrankenheiler. Einer von den neuen, von dem neuen Thema. Von den 2 neuen, die reingekommen sind. Einmal die Sonnenranken und einmal Sterndrachen oder so. Ich schau mal. Dann haben wir hier priesterliche Drache von... Ich kann es nicht mal lesen. Tefnuit. Genau, die Kamera macht heute auch wieder ein bisschen, was sie will. Aber ich hoffe, ich kriege es trotzdem hin. Oh, cool. Maskenwechsel. Immer geil. Und dann haben wir hier Dracheneinheit Ritter Ariad Bahir. Bahir. Ich glaube, der heißt Ariad Bahir. Oder so. Ziemlich schwieriger Name von dem Kollege. Und der nächste Pack. Also die Cosmo-Karten sind mir schon... Die hätte ich schon gern. Hier ist nämlich die Dark Lady, Cosmojo drin. Und noch 1, 2 andere Karten. Deswegen bin ich mal gespannt. Perfekt aufbekommen. Was uns hier erwartet. Wir haben Kerker der Dracheneinheit. Dann haben wir Zeit die Wiederholer. Wir haben hier Zeitdieb Chronocorder. Dann haben wir priesterliches Siegel der Verbannung. Und zum Schluss haben wir, ich glaube, priesterliches Siegel der Schöpfung. Die Kamera ist heute wieder nicht auf meiner Seite. Hallo? Hier ist da. Das. Hier spielt die Musik. Ja, jetzt. Okay. Kommen wir zum letzten Pack. Dem dunklen Magier-Pack. Ich habe 4 Boxen. Ich weiß, in dem Display sind 5. Ich schätze mal, dass eine Ghostware pro Case ist. Also von dem her werde ich wohl kein Glück haben. Aber wer weiß, vielleicht ist das Glück auf unserer Seite. So, die schönen Packs. Schönen
Ja, Packs habe ich jetzt. Jetzt kann ich schön aufreißen. Wir haben Groß-Salamander-Federvieh. Dann haben wir Sonnenrankenwache. Wieder eine neue Sonnenrankenkarte. Dann haben wir Zeitdiebin Perpetua. Wir haben den Schwallmagier. Und wir haben... Oh, Meteor Schwarzer Kometendrache. Okay, super geil für das rotäugige Deck. Cool. Gefällt mir. Und dann schauen wir gleich in die nächste Box rein. Ich mach die mal hier so auf. Oh, das ging gut. Nicht nur, dass mir die Nase läuft. Nein, mein eigener Schnauzer kitzelt meine Nase. Weil da ein Haar absteht. Und ich krieg das jetzt nicht weg. Ja, was soll ich tun? Oh, ich habe vergessen, die zweite Seite aufzumachen. Ah, nee, habe ich nicht. Weg damit. Müll trennen ist wichtig. So, dann holen wir die Packs raus. Und auch das kann weg. Zack. Die nächsten drei Packs. Fangen wir an. Ah, wir gehen wieder von rechts nach links. So. Mit dem Firewall Dragon. Okay. Was haben wir hier? Oh ja, Metallfose, Goldfahrer. Metallfose hat ja auch ganz viel bekommen. Dieser golden glänzender Buggy macht mit Schurken kurzen Prozess. Was für wunderbare Räder. Mit einem stümperhaften Tölpel darin. Dann haben wir Sonnensamen Genie Loki. Oder Loki? Dieser Samen kann nur einmal alle 1000 Jahre vom heiligen Baum geerntet werden. Nach weiteren 1000 Jahren wird er zum Wächtergeist seines Landes. Okay. Wir haben den Photonendrescher. Oh Mann. Dann haben wir Metallfose mit Tridium. Und... Ah, einer von den neuen Sterndrachen. Ich wusste noch, es war ein Stern. Sterndrachen in sternklarer Nacht. Jo. Okay. Oh, den Boy hätte ich gern für mein dunkles Magierdeck. Die würden so davon profitieren. Weiter geht's mit... Oh. Wundersynchronfusion. Nee, Wundersynchrofusion. So. Cool, dann haben wir repariert. Oh, die Monarchen brechen hervor. Dann haben wir Lavalval-Drache. Und Glühen der Dracheneinheit. Ja, Dracheneinheit hat auch Support bekommen. In Japan haben die ein Deck dafür bekommen. Wir kriegen sie hier zum Teil. Okay, dann schauen wir mal. Letzter Pack. Von der Box kriegen wir eine Ghost Rare. Vielleicht, vielleicht auch nicht. So, hier haben wir Metallfose. Vollflamme oder Vollflamme. Glühend rote Raketen heizen ihre flammenden Triebwerke auf. Die Temperatur flüssiger Lava. Bezwinger des Verschwindenden. Okay. Dann haben wir Großsalamander Falco. Ojama Land. Ja, geil. Okay, nehme ich gern. Oh, auch eine alte Karte. Hyosanryu. Ein Drache aus einem massiven Diamanten, der so blitzt, dass man von seinem Licht erblindet. Und... Oh, Testalos, der Megamonarch. Okay. Kommen wir zur vorletzten Box heute. Noch keine Cosmo-Karte. Das macht mich sehr traurig. Ich hätte nämlich so gern die Cosmo-Karten. Ich will mir ein Cosmo-Deck bauen. Thank you.
Baum drin. Und weg. Dann machen wir weiter mit dem nächsten Pack. Den schwarzglänzenden Soldaten. So, dann schauen wir mal, was wir hier haben. Oh, wir haben hier Kamera. Nie? Jetzt priesterlicher Drachenkönig von Atum. Dann haben wir Sicherungssekretärin. Wir haben Sonnenavalon Dryas. Wir haben Zeitdieb in Betriebnahme. Und wir haben Dracheneinheit Waffe Gram. Okay. So, dann machen wir weiter hier mit Gigantes. Dann haben wir wieder Metallfose Goldfahrer. Wir haben den Buster-Drachen. Cool. Für Buster-Klingenkämpfer. Dann haben wir Metallfose Stahlen. Kalte Stahlkörper treffen auf brennende Metallmaschinen. Und Mensch und Maschine vereinigen sich. Verbrenn die Seele. Metallfose Fusion. Oh ja, die ist auch hier drin. Aber hier mit einem richtig großen Missprint. Ich weiß nicht, ob man die Kamera das einfangen kann. Voll der Megapunkt. Und wir haben Ankunft der Sternenritter. Auch für das Sterndrachendeck. Letzter Pack vom vorletzten. Von der vorletzten Box. So. Ich habe echt erhofft, eine Ghost Rare zu ziehen, aber ich glaube nicht. Hauptsache meine Cosmo-Karten hätte ich gern. Ich will mir ein Cosmo-Deck erstellen, also mal schauen. Wir haben Königliches Gefängnis. Schon wieder so ein Punkt oben rechts. Dann haben wir Zeitdieb Flyback. Wir haben hier Metallfose-Kombination. Dann haben wir Schrecken von Trishula. Und wir haben Wirbelwind der Dracheneinheit. Okay, das Glück ist nicht ganz auf unserer Seite. Vielleicht kann die letzte Box es ändern. Hoffen wir mal, dass wir so viel Glück haben. Die letzte Box. Machen wir das gleich wieder weg. Zack. Okay, wir fangen mit dem Firewall Dragon an und hören mit dem dunklen Magier auf. Okay. Firewall Dragon. Kriegen wir etwas Gutes hier raus? Kriegen wir etwas Gutes hier raus? Wir fangen an mit Zeitdieb Zurückdrehung. Dann haben wir. Haben wir die schon? Nein, Metallfose Silbervogel. Brodende Soldatin auf einem silbernen Unterlichtgeschwindigkeitsjet. Du kannst sie nicht aufspüren. Du kannst sie nicht sehen. Du kannst ihrem Laser nicht entgehen. Oh Mann. Dann haben wir Greifer Kreuzritter. Dann haben wir Zeitdieb Regulator. Und wir haben priesterliches Siegel der himmlischen Sphären. Ich glaube, für Drachenmonster ist eigentlich gar nicht so eine schlechte Karte. Für ein Drachendeck. Okay. Vorletzter Pack. Komm schon. Eine Ghost Rare. Wäre schön. Oder Cosmo-Karten. Wie zum Beispiel Cosmojo oder die dunkle Hexe oder wie die heißt. Wir haben Zurückbuchen.
Dann haben wir schon wieder reparieren. Wir haben Antriebsstadt. Dann haben wir den Bastardrachen. Und zum Schluss... roter Supernova-Drache. Ja, okay. Ja gut, letzter Pack. Yugi, gib uns deine Kraft. Dunkler Magier, komm schon. Ghost Rare. Oder Cosmo. Okay. Wir fangen an mit Sonnensamen Zwilling. Dann haben wir Metallfose Orichalk oder Orichalk. Wir haben Artefakt Durendal. Wir haben Maskenwechsel und Nähschattenpuppen-Genie. Schade, keine Ghostware, aber trotzdem coole Karten. Ich bedanke mich fürs Reinschauen. Ich bedanke mich dafür, dass ihr euch mein Zeug reinzieht. Es kommt noch mein großes Opening in 4 Teilen, was ich an meinem Geburtstag gestern gemacht habe. Das stelle ich in 4 Teile hoch, weil das ein ziemlich langes Opening ist. Ihr könnt euch darauf freuen und ich freue mich auch. Also von dem her, das erwartet euch in nächster Zeit. In diesem Sinne, danke fürs Reinschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.